Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Kristall Edition. Ja, in den letzten Parts haben wir Team Rocket geschlagen, im Radioturm haben die Klarglocke bekommen und haben im letzten Part natürlich den Zentrum das erste Mal bereist und haben Suicune gefangen. Wenn ich mich recht erinnere, wir schauen nochmal im Pokédex, aber ich glaube schon, dass wir Suicune eingefangen hatten. Das ist schon wieder über eine Woche her, mittlerweile. Und wir hatten Suicune eingefangen, genau. Wir hatten schon einmal auch Entei und Raikou versucht, eins von beiden einzufangen. Indem ich mal ein bisschen da einen Part gemacht hatte, wo ich gedattelt hatte. Also versucht hatte, quasi, eins von beiden einzufangen. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, kann ich jetzt schon sagen. Ich werde irgendwann wahrscheinlich in einer Woche mal ein Video rausbringen, wo ich über eine Stunde lang eins von beiden mal suche oder alle beide suche und sie eventuell einfange. Muss ich aber mal schauen, ob ich bis dahin so weit komme. Das wird ein Geburtstag-Event, da ich am 24.09. Geburtstag habe, also sprich in einer Woche oder beziehungsweise in 10 Tagen. Jetzt, in dem Moment, habe ich dann Geburtstag und da kommt ein Special-Event-Part raus, wo ich die zwei Katzen suchen werde. Ob es nun 2 Stunden werden oder 3 Stunden werden, ich bin mir noch relativ unsicher, wie ich das Ganze mache. Schon mal im Vorab, ja. Wann ich natürlich das mache, ob ich erst das nach der Pokémon Liga mache oder noch vor der Pokémon Liga mache, bin ich mir noch relativ unsicher. Auf jeden Fall wollen wir heute zur nächsten Route gehen und zwar zur Route 44 und dort schon die nächsten Trainer besiegen und natürlich bis zum nächsten Part natürlich die nächsten Pokémon einfangen. Wir haben derzeit Xerox auf Level 35, X-Bart auf Level 34, Pupita Level 33, Landwurm 33, Mashok auf Level 32 und Honemon auf Level 33. Ich würde sagen, Xerox hat genug gelevelt. Das tun wir mal tauschen auf Mashoks Position und trainieren Mashok ein bisschen höher, denn ich würde ganz gerne Mashomai demnächst haben wollen. Wir gehen auch, wie schon gesagt, rüber zur Route 44. Wir müssen aber erstmal zur Route 42 durchqueren. Die Höhle werde ich auch später machen. Und ja. So, wir sind gleich in Maragonia City wieder. Wie gesagt, danach geht's Richtung Eisfahrt. Ich weiß auch noch nicht, wie weit ich kommen werde. Die eine Woche jetzt. Und übernächste Woche wird es dann, wie gesagt, das Mega-Projekt geben, beziehungsweise der Mega-Part. Das Special-Part. Große Frage ist, reichen theoretisch ein Meisterball für die zwei Katzen eher weniger? Wir kriegen ja noch ein Meisterball. Ich bin auch da gespannt, ob ich mein erstes Shiny bekomme in den Special Part. Ich glaube eher weniger. Ja. Was noch? Ich habe letzte Woche mit meinem Arbeitskollegen geredet. Er ist ein großer Pokémon-Fan, muss ich sagen. Er liebt die zweite Generation, gerade die Kristall-Edition. Und wir haben gerätselt, wie bekommen wir Ho die ganze Zeit. Indem man erst die Klarglocke bekommt, dann die Buntfeder oder Buntschwinge und dann eben zum Zentrum geht. Nein, das ist alles falsch. Man muss erstmal die Pokémon-Liga besiegen und dann in Prismania City mit Äußern reden, beziehungsweise die drei Katzen zeigen. Suicune, Raikou und Entei. Und danach kann man zum Zentrum gehen und dann dort quasi Ho-Oh einfangen danach. Sprich, Ho-Oh wird auch relativ
spezieller Part werden, ein einzelner Part und natürlich auch Lugia, ja. Da werde ich einen kompletten Part immer raushauen. Das wird aber relativ spät werden. So, dann hätten wir hier jetzt ein Gardevoir. Ich würde sagen, wir wechseln auf Hunnemon, denn Hunnemon ist mega gut gegen die ganze Psycho-Pokémon. So, komm zurück. Hunnemon, du machst einmal Biss. Und dieses Galabra ist weg. Sehr schön. Dann hätten wir den ersten Trainer auch besiegt. Auf der Route. Wie ich natürlich auch meine Pokémon hochtrainiere, ist auch noch eine Frage. Mama ruft uns an. Okay, hi you, wie geht es dir? Beim Einkaufen heute habe ich eine tolle Puppe gesehen und ich habe diese dekorative Item von deinem Geld gekauft. Die ist in dein Zimmer. Du wirst sie lieben. Ah, ja, stimmt. Mit den Puppen, beziehungsweise Mama hat uns damals ein Item gekauft. Wir gehen nochmal kurz zurück nach Neubokia in unser Haus, denn wir hatten, wie schon gesagt, ein Item bekommen von Mama und zusätzlich noch jetzt die Puppe. Wir schauen mal. Genau, aufnehmen. Ich weiß eben nicht, welches Item wir bekommen hatten. Ah, ich glaube, Supertrank hat sie uns gekauft, den können wir ja mal abheben. Oder auch nicht. Ich? Nein, ich kann kein Item mehr tragen. Okay, dann ablegen. Was könnten wir ablegen? Wir könnten theoretisch die Steine ablegen oder erstmal das AP Plus, weil ich das AP Plus überhaupt nicht brauche. Genauso wie den Kingstein brauche ich auch nicht. Die Steine würde ich ganz gerne beibehalten wollen. Elixier brauche ich erstmal nicht. Pudersand stärkt Bodenertragen. Kann ich auch, denke ich, erstmal ablegen. Rauchball brauche ich auch nicht. Das Münzamulett, das könnte ich theoretisch ein Teammitglied geben. Rosa Band verstärkt normale Attacken. Normale Pokémon habe ich auch nicht im Team, kann ich auch erstmal ablegen, genau. Aufnehmen. Supertrank erstmal. Nein. Und dann dekorative. Bett, nein, Booster. Okay, dann hier, Pipi-Puppe hat sie uns gekauft, dann würde ich sagen, tun wir, nein. Links, boah. Pipi-Puppe und Klumander-Puppe, juhu, wir haben zwei Puppen. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Puppen unsere Mama uns kauft. Ich bin da sehr gespannt drauf. Nach Maragonia City bitte. Sonder Seas, da fehlt ja uns noch ein Trainer. Das werde ich wahrscheinlich auch dann irgendwann mal machen und gucken, wo der letzte Trainer war. Bevor ich natürlich zur Pokémon Liga gehe. Hier finden wir einen Topschutz. Sehr schön. Topschutz muss ich demnächst auch genug holen. Wir gucken mal, wie viel Geld ich habe derzeit. Wir haben 42.000. Das ist schon mal eine extreme Menge, aber reicht immer noch nicht für das, was ich auf jeden Fall demnächst, ja, vorhabe. Ich habe ja auf jeden Fall vor, wie schon gesagt, demnächst, also was heißt demnächst, in einer Woche dann den Special Part rauszuhauen, wo ich zwei Katzen noch fange, Raikou und Entei. Da bin ich wirklich gespannt, wie lange das Ganze dauert. Beziehungsweise zu finden erstmal, wird wahrscheinlich auch extrem schwierig sein. So, eine Remoraid. Das machen wir auf jeden Fall erstmal platt mit Stärke. Und weg ist es. Noch ein Remoraid, können wir nochmal Stärke einsetzen.
Ja, noch eine andere Sache. Ich habe gestern Abend mal probiert, in der goldenen Edition den Starter zu resetten bzw. zu soft-relocken und versucht, den Starter in der goldenen Edition, also sprich feurige, als Shiny zu bekommen. 20 Soft-Resets habe ich ungefähr gemacht und ich würde sagen, es wird extrem lange dauern, wenn ich hier eine Shiny Lock machen würde. Ich werde mal irgendwann eine Shiny Lock machen. Frage ist nur, wann und ja, und auf welcher Generation werde ich das in der dritten Generation machen, in der vierten oder eventuell doch erst in der fünften oder in der sechsten, siebten Generation. Ich bin mir noch relativ unsicher. Bis zur siebten Generation können wir auf jeden Fall spielen. Die große Frage ist nur, wann und wo und wie etc. werde ich das Ganze machen. Ja, sechste Generation will ich auf jeden Fall noch spielen mit euch. Ich habe den Emulator, den 3DS-Emulator auf jeden Fall mir damals gedownloadet. Habe mir auch XY, Omega Rubin und Alpha Saphir schon gedownloadet. Natürlich habe ich auch mir die siebte Generation Sonne, Mond, Ultra Sonne und Ultra Mond gedownloadet. Habe sie aber bis jetzt noch nie gespielt. Gerade die siebte Generation. Siebte Generation wäre für mich komplett blind. Auch die neuen Pokémon sind für mich blind. Manche Pokémon kenne ich, ja, aber einige Pokémon sind für mich immer noch fragwürdig, kann ich jetzt schon sagen. Wie man eben die spielt, welche Wesen die haben, beziehungsweise nicht welche Wesen, sondern welche Typenkombinationen die haben, ist für mich immer noch die Frage der ganzen Fragen. Oh, Bella setzt Solarstrahl ein, okay. Wir kommen aber durch unsere Paare, sehr schön. Somit müsse die Bella weg sein, so ist es. Aschok erreicht Level 33, somit. Sehr schön. Aschok müsste sich auf Level 38 entwickeln, wenn ich mich recht erinnere. Mal schauen. Haben wir irgendwie Paraheile oder so? Nein. Müssen wir also nochmal zurück auf den Fahrrad. Und zurück nochmal nach Mahagonia, also die nochmal ins Pokémon Center. So, erstmal geheilt. Und weiter geht's. Oh, die nächsten Trainer. Es müssten auch ungefähr drei Trainer da sein oder vier Trainer. Ich bin mir sehr unsicher. Auf jeden Fall kommen nicht mal so viele Trainer hier auf der Route vor. Die machen mir auf jeden Fall ganz schnell. Vielleicht werde ich auch das eine Pokémon, was hier auf der Route normalerweise existiert, und zwar Schulurp, mit euch einfangen. Die anderen Pokémon, die ich mir hier gewünscht hätte, würde ich dann später einfangen. Eventuell Remoraid werde ich hier noch einfangen. Muss ich aber mal schauen, wie ich das Ganze mache. So, Rauchwolke von Glutexo trifft mich aber zum Glück nicht. Schön, dass auch die random Trainer einfach mal Starter-Pokémon aus Kanto haben, wie Glutexo oder die Anfangsentwicklungen, also Kumanda, Shiki, Bisasam. Finde ich cool. Hätten sie mehr hineinfügen können. Aber haben sie nicht. Ja, als Trainer hätte dann quasi noch Bisa Knosp und Shillock noch haben können. Wäre mega cool gewesen. Aber nein. So, hier finden wir einen Hyperball. Rausch auch.
in der nächsten Stadt kann ich ja Hyperbälle bekommen und Popschutz bekommen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da werde ich so einiges einkaufen können. Die letzten paar Pokémon, die mir noch fehlen. Und Co. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mit Arctos, Zapdos, Lavados mache. Vielleicht werde ich die irgendwo in Kanto einfangen. Genauso wie Mew und Mewtwo werde ich wahrscheinlich drüben irgendwo einfangen, weil die gibt's ja hier nicht einmal. Die Fossilien werde ich wahrscheinlich auch irgendwo drüben in Kanto einfangen müssen, weil man die ja auch nicht hier in der zweiten Generation bekommt, nur per Tausch. Was ich eine bodenlose Frechheit finde, eigentlich, gerade mit den Fossilien. In der vierten Generation haben sie es besser gemacht. Wenn man den nationalen Pokédex hat, kann man ja dann quasi im Untergrund in der vierten Generation, also Platin, Diamant und Perl, alle Fossilien bekommen. Finde ich ja auf jeden Fall cool gemacht. Und hier bekommt man ja quasi nichts. Ich glaube, in der dritten Generation, in der Smaragd, kann man auch alle Fossilien bekommen, die mir da existieren. Tag für Tag natürlich. Und ja, das finde ich auch noch gut gemacht. Oder waren das nur zwei Special-Fossilie, Willi und Norit? Also, Lilip. Oder war das Lilip? Hieß das Fossil Lilip? Ich bin mir sehr unsicher. Auf jeden Fall, das Clown-Fossil und das Wurzel-Fossil waren das. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir gleich die Route geschafft. Werden noch die zwei oder eventuell nur das eine Pokémon einfangen. Denn Schnurp gibt es zu 40% am Morgen und am Tags, also nur tagsüber zu 40% in der Kristall und ganz täglich in Gold und Silber nur hier im hohen Gras auf der kleinen Insel. So, Golking schickt der Angler noch rein. Okay. Angler findet bestimmte Items. Ah, ich glaube. Nein, Moment. Welches Item findet er denn überhaupt? Hier steht Hinweis: Angler Alfried, also dem wir gerade bekämpfen, findet in der Kristalledition ein Item. Die Frage ist nur, welches Item? Ist es. Großes Item, es ist ein Wasserstein. Wenn es noch ein Wasserstein wäre, wäre es cool. Ich guck mal, eine Brandbeere täglich am Obstbaum. Popschutz westlich Ende der Route. Nö. Doppelleber, hohes Gras, Elixier. Versteckt, okay. Und nördlich der Teiche ein Hyperball, das habe ich ja. Aber hier steht kein Item per Anruf. Nein, geht auch nirgends was. Geht auch nirgendwo. Okay. Die große Frage ist, welches Item wird es denn sein? Naja, egal. Vielleicht finde ich es raus. Oh, mir erlernt Überwurf. VMs können nicht erlernt werden. Überwurf. Werde ich mal Karateschlag wegmachen. Karateschlag ist ja ein bisschen schwächer. Mal schauen, ob Überwurf gut ist oder auch nicht. Man sieht ja, glaub bis zur vierten Generation nicht einmal, wie gut die Attacken sind. Und ja.
Gut, ich wollte den nächsten Trainer wegmachen erstmal. Der nächste Trainer setzt zwei Taubogas ein auf Level 25. Einmal nicht Status. Einmal Tausch. So rum. Auf Pupita. Pupita möchte auch ein bisschen höher getrainiert werden. Einmal gegen ihn. So, Pupita, du setzt einmal mit der Steinhage ein. Hast ja noch Step drauf, obwohl, nee, du kriegst ja permanent Step drauf. Du wirst ja bei Despota Stein undicht. Derzeit bist du ja Gesteinboden. Welche Attacken ich natürlich Pupita erlernt, bin ich mir noch relativ unsicher. Da ja das Undicht, also der Undicht-Typ bei den Attacken ja noch speziell ist, bin ich mir noch sehr unsicher, ob ich Pupita dann den Undicht-Typen erlerne, also die Knirscher oder so. Muss ich mal schauen. Vielleicht erlerne ich es auch Stärke wie Mashok. Steinhage bleibt auf jeden Fall. Erdbeben kommt auf jeden Fall noch hier drauf auf Despota. Aber mit Knirsche ist so eine Sache. So, einmal Tausch auf Xerox, denn ich möchte ja bestimmte Pokémon einfangen hier. Ich möchte einmal Surfer, Landtour, setz mal bitte Surfer ein. Sehr schön. Und das erste Pokémon wäre hier jetzt ein Schlurp. Zu 40%, wie schon gesagt. Ist mega gut. Hier kommt auch noch Knopenta Ultrigaria vor. Schlurp und Angela. Wir brauchen aber nur Schlurp. Denn das fehlt uns. Einmal Rückschlag, bitte. Xerox ist mega gut auf jeden Fall mit Rückschlag, denn man kann wirklich die Pokémon sehr leicht einfangen. So, nochmal Druckschlag. Ein KP hat es nur noch. Da kommt der Stampfer. Nützt ihn gar nichts, denn wir sind ja vom Typ Stahl. Mir schmeiße einfach mal ein paar Superbälle. Mal schauen, ob es klappt. Natürlich wäre es cool, wenn unser Xerox jetzt noch irgendwie sowas wie Schlafpuder hätte. Oder irgendwie Hypnose oder so. Das wäre natürlich noch geiler. Aber hat es leider nicht. Seine Zunge ist über 2 Meter lang, okay. Sehr interessant. Irgendwo hier müsste noch ein verstecktes Item sein. Mal schauen, wo. Nein, ich will noch nicht Surfer. Nein. Ah, hier finden wir ein Elixier. Sehr schön. Dann werde ich doch mal mit der Superangel angeln, um ein Remoraid zu bekommen. Dass man Remoraid wirklich hier so spät bekommt, ist wirklich so eine Sache. Normale Angel brauche ich nicht. Ich brauche die... Nein! Oh, ich brauche die Superangel. Okay, dass man... Superangel nur hier Remoraid bekommt und dann auf Level 40 finde ich schon ein bisschen blöd. Man kann natürlich auch angeln im Schwarm, wenn einer uns anruft. Weiß ich, wer uns anruft? Ich glaube, das ist der Angler Elfie, der uns dann anruft wegen den Schwarm-Pokémon. Da gibt es Cabador als Schwarm und natürlich Remoraid als Schwarm. Nur in Gold und Silber sehe ich gerade. Hey, interessant. Werde ich also doch Remoraid später einfangen müssen oder können, dann wird es Richtung Eispart gehen. Jetzt.
Bevor wir natürlich reingehen, muss ich natürlich die Internetseite oben wechseln auf den Eispfad. So. Da kriegen wir auf jeden Fall Kaskade. Wir auf jeden Fall brauchen. Was gibt's eigentlich hier noch für Pokémon? Hier gibt's in der Kristall Bodogel, das wir brauchen auf jeden Fall. Aber nur nachts leider. Schade eigentlich. Dann gibt's Wickel 40% am Tags über. In der Kristall-Edition auch Gold, Silber ganz täglich. Und dann gibt's Rosana. Aber nur in der Golden und in der Edition. Wir haben ja Corsella schon, das Shiny Corsella. Also daher macht nichts aus. Hier gibt es natürlich auch Golbat und Bad. Was uns wichtig ist, auf jeden Fall Kügel und danach kann ich ja eigentlich Schutz einsetzen. In der anderen Ebene wäre dann noch in der Kristall nachts pures Nebel zu 1%. Mega bodenlose Frechheit. Tagsüber dann Rosana im nächsten Untergeschoss. 1%. Wahnsinn. Beiden Untergruppen. Rosana zu 5%. Stiebel dann zu 5%. Und im dritten Untergeschoss gibt es Stiebel 10% nachts. Kristall-Edition nur in der Kristall-Edition und Rosana tagsüber in der Kristall-Edition 10%. Interessant auf jeden Fall, werden wir erstmal in der nächsten Zeit nicht spielen. Ich werde es Nebel wahrscheinlich irgendwann mal so einfangen. Erstmal Rosana würde ich sagen, Rosana Quickel werden wir einfangen und ja. Bis es aber kommt, wird es noch ein bisschen dauern. Hier kommt das erste Mal ein Eisrätsel vor. Was ich auch sehr cool finde. Ja? Das erste Mal in der ersten Generation, beziehungsweise in der zweiten Generation, kommt ein Eisrätsel vor. Und ja. Sehr cool, auf jeden Fall. Ein Goldbart und Zubat haben wir bis jetzt gefunden. Quickel noch nicht. Schade eigentlich. Entwickelt sich ja auf Level 33. Quickel zu Eifel. Und in der vierten Generation, wie entwickelt sich Eifel zu Mammutel? Das ist auch richtig einfach, indem man dann quasi. Wie war denn das gleich nochmal? Moment mal. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie war das? Wie war denn das? So. Moment mal. Wir müssen auf jeden Fall dorthin kommen. Na, jetzt. Ich hatte schon. Okay, never mind. Ich habe nichts gesagt. Ich bin dumm. So, hier finden wir auf jeden Fall die VM-Kaskade. Einfach so im Berg. Ist ja nicht mal so schlecht. Kaskade werde ich natürlich auch jemandem beibringen. Wie komme ich denn hier raus? Gleich nochmal. Hier, so. Ich wollte schon sagen, bin ich jetzt gefesselt. Kaskade werde ich auf jeden Fall Landhorn beibringen müssen. Oder ich werde noch auf der nächsten Route, also quasi auf der Route 45, ein Carbador noch hochtrainieren zu Gyarados und dann ihm die ganzen VMs geben. Sprich, Whirlpool, Kaskade und Co., dass ich dann quasi nicht mein Team dann sinnlose Attacken wie Whirlpool beibringen muss. Muss ich aber mal schauen, wie ich das Ganze mache. So. Ein Rätsel mit Stärke.
Das kennen wir von den Seeschauminseln, dass wir Steine in den Löchern hinein schubsen müssen. Das kennen wir alles schon. Weiter. Höher, ich wollte schon sagen, weiter höher bringt es gar nichts. Doch, man muss das so machen. Den ersten Stein haben wir unten reingeschossen. So. Wie war das gleich nochmal? Ich muss den rüberschubsen. Jetzt hier auf der Kante. Ich glaube, 4 Steine gibt's und alle 4 Steine müssen runde geschossen werden. Die große Frage ist, wann kommt Quickel? Müsste ja auch demnächst kommen. Moment mal. Nein, ich habe den Fehler gemacht. Muss den schon hier oben lang schieben. Kommt jetzt ein Quickel oder kommt kein Quickel? Doch, Quickel kommt. Sehr schön. Quickel werden wir noch einfangen. Den Stein werden wir auf jeden Fall noch herunterschubsen. Und dann werde ich auch den Part beenden müssen, weil wir schon über 30 Minuten sind. Ich habe ja gesagt, wir werden nur 30 Minuten lang machen immer die Parts. Außer dann bei den Special Parts zu meinem Geburtstag. Da wird der Part dann etwas länger dauern. Gefühlt kommen da 6 Parts hintereinander, also quasi 3 Stunden werde ich wahrscheinlich da aufnehmen. Bin ich mir noch relativ unsicher. Je nachdem, wie ich ausgeschlafen bin, wie ich Bock habe. Also so wie ein Stream mache ich da einfach mal. Bitte datteln und natürlich richtig lang den Part machen. So. Quickel haben wir. Wir können also quasi jetzt Schutz einsetzen. Habe ich noch Schutz? Nein, ich habe nur einen Top-Schutz. Ja gut. Müssen wir Top-Schutz einsetzen. So, weiter darf ich nicht, höher darf ich auch nicht. Muss den jetzt hier runter schubsen. So ist es. So, der Stein ist heruntergefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann quasi im nächsten Part wieder. Hier muss ich mal schauen. Ja, hier runter. Dann muss ich den hier rüber schubsen. Und ja, genau. Wir sehen uns dann quasi bei den nächsten Steinen. Runter schubsen wieder. Bis dahin würde ich sagen, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.